Holzboden ist kaputt. Der Estrich ist verschimmelt. Ich lese deshalb auch was über Fußpilzen. Stiftung Warentest, Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet. Das Kapitel lautet Hauthaare, der Abschnitt Fußpilz. Ich stelle Medikamente dem Buch nach in alphabetischer Reihenfolge vor. Es geht dabei um die Wirkstoffgruppe, die in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt wird. Und ich war bei Amorolfin äußerlich, ein sehr kurzer Abschnitt. Und jetzt geht es weiter mit Antipilzmittel und Glukokortikoid, in Klammern äußerlich. Diese Arzneien enthalten zusätzlich zu dem pilzhemmenden Wirkstoff ein Glukokortikoid, das die Entzündung rascher abklingen lassen soll. Und jetzt werden hier Arzneimittel aufgeführt. Clotrimazol und Betamethason, Clotrimazol und Hydrocortison, Econazol und Triamcinolon, Isoconazol und Diflucortulon und Miconazol und Fluprednidin. So, die sind alle gelb, mit Einschränkung geeignet bei Pilzinfektionen der Haut wie Fußpilz. Die Kombination eines Pilzmittels mit einem Glukokortikoid ist nur selten erforderlich. Wird die Pilzinfektion ausreichend behandelt, klingt meist auch die Entzündung ab. Monopräparate mit einem pilzabtötenden Wirkstoff sind vorzuziehen. Dann werden hier noch weiter aufgeführt. Nystatin und Fluprednidin und Nystatin und Hydrocortison, auch gelb. Mit Einschränkung geeignet bei durch Hefepilz verursachten Fußpilz nach ärztlicher Diagnose. Ich weiß bis heute nicht, was Hefepilz ist, aber egal. Die Kombination eines Pilzmittels mit einem Glukokortikoid ist nur selten erforderlich. Wird die Hefepilzinfektion ausreichend behandelt, klingt meist auch die Entzündung ab. Monopräparate wie Nystatin sind vorzuziehen. Hefe ist meiner Meinung nach besteht aus Bakterien, aber egal. Dieses braune Zeug, in dem die Bakterien leben, wird irgendwann von Pilzbefall, vor allem wenn man einen Camembert in der im Kühlschrank hat, aber so, ich komme mit sowas nicht klar. Ich verstehe die Medizin nicht. So. Jetzt gibt es noch einen erläuternden Text. Nur wenn der Pilzbefall von einer heftigen Entzündung begleitet wird, in Klammern selten, kann es sinnvoll sein, beide Wirkstoffe gleichzeitig einzusetzen. Ansonsten sind solche Kombinationen unnötig und daher nur mit Einschränkung geeignet. Wichtig zu wissen, unter einem luftdichten Verband wie im Windelbereich dürfen Sie das Medikament nicht anwenden. Ich dachte, es geht um Fußpilz. Da die Wirkstoffe dann nur unter der luftdichten Verpackung verstärkt in die Haut eindringen und die Gefahr unerwünschter Wirkungen steigt. Der erste, der eine Windel am Fuß trägt. Die Präparate dürfen nicht in die Augen gelangen. Imidazolhaltige Kombinationen bei Cutenhat, bla 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 bla, sollten Sie nicht gleichzeitig mit nystatinhaltigen Präparaten anwenden. Also Imidazol nicht mit Nystatin. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, bei Säuglingen und Kleinkindern, kann sich das Knochenwachstum verlangsamen, wenn die Behandlung mit Glukokortikoiden länger als 4 Wochen anhält. Ja. Cortison macht weiche Knochen, das ist richtig. So. Für Schwangerschaft und Stillzeit. In der Schwangerschaft und Stillzeit sollten Sie die Glukokortikoidhaltigen Arzneien, sollte die, so,
In der Schwangerschaft und Stillzeit sollten Sie die glukokortikoidhaltige Arznei möglichst nicht anwenden. Keinesfalls dürfen Sie während der Stillzeit auf die Brust auftragen. Keinesfalls dürfen Sie sie während der Schwangerschaft auf die Brust auftragen, ja. Wie gesagt, es geht um Fußpilz. Was Fußpilzmittel auf der Brust oder in der Windel zu suchen haben, ist mir nicht klar. Es gibt anscheinend Menschen, die auf solche Ideen kommen. Ich möchte dringend mich der Stiftung Warentest anschließen und sagen, lasst es sein und ich suche immer noch nach dem Hefepilz. Ja. Das waren für heute 3 Folgen. Das reicht, glaube ich. Tschüss. Dann weiß ich, wo es weitergeht. So sieht das Buch aus.